So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Battle Chasers Night War. Sehr gut, da hängt sich schon wieder mal auf. Problem melden bitte. Ach Gott. Ja gut, ich werde jetzt aber keinen Cut setzen, ich werde auch nicht neu starten. Also den Part neu starten, nein, ich lasse das so drinnen, ich finde das immer so lustig, wenn das nur bei mir kommt. Jetzt müssen wir das halt wieder anschauen und immer wieder anschauen und hin und her. Ich finde das immer so geil, dass das immer nur bei mir passiert. Jetzt weiß ich, warum die meisten auf dem PC spielen. Da passiert so etwas nicht wirklich, das kann man leider nicht überspringen. Ach Gott, hab ich ein Glück. Ich wollte jetzt eigentlich noch die Sachen einkaufen gehen für den Brunnen, für das Viech halt unten. Aber Garrison beim Kampf zuzuschauen, das stört mich auch nicht. Ah, er ist so cool, der Typ. Ja, ich liebe ihn. Ich hoffe, dass sie einen zweiten Teil rausbringen. Wirklich, ich hoffe es. So, jetzt können wir hier überspringen. Zack, okay. Ja. Alles so jetzt ist wie vorher. Also ich hoffe, dass ich die Dungeon jetzt nicht nochmal machen muss. Okay, sie sind auf 22. Das heißt, die Dungeon hat er so übernommen, wie es war. Und ich hoffe, dass ich auch gleich oben bin. Also müssen wir halt kurz warten. Und es ladet wieder nicht. Muss ich jetzt wieder rausgehen? Ich hoffe nicht. Na? Na, geht doch. Ein bisschen. Na komm. Die Musik könnte auch langsam kommen. Jetzt, okay. Nein, es bewegt sich nicht. Ah, jetzt, okay. Das war ein guter Sprung. Ein schneller Sprung. Schauen wir mal, wo wir sind. Ah, okay. Das nehmen wir gleich mit. Gehen wir gleich mal rein in die erste Schlacht, damit gleich alles gerebootet wird hier. Ja, tut mir leid, aber ich habe keine Ahnung, warum das immer nur bei mir passiert. Na? Einen ganz normalen Kampf kannst nicht schnell laden, gell? Na, da müssen wir uns Zeit lassen. Drei Stunden später. Na komm! Na komm! Komm doch, lad doch schneller! Hallo? Boah, das dauert ewig! Nur für einen kleinen Kampf, den ich eh one-hitte. Was will er sich denn da ausrechnen? Super. Ich krieg nicht mal Erfahrungspunkte dafür. Ja. So. Das nehmen wir mit. Und jetzt probieren wir es nochmal. Ich hoffe, es hängt sich jetzt nicht nochmal auf. Ich möchte bitte in die Spulunke rein. Sehr gut. Okay, gut. Den Ladebildschirm haben wir mal. Jetzt müssen wir nur warten, bis wir unten einen Ladebalken bekommen. Ah, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt müssen wir noch rein zu den Typen und noch ein paar Sachen kaufen. Das war, ich glaube, hier. Und bei dem da. So, jetzt muss ich aber aufpassen. Etwas zum Trinken bestellen. Ja. So, wie viel habe ich denn? Ja, eh genug. Perfekt. Ich glaube, das reicht. Wir können die nächste Jagdaufgabe machen. Das werde ich euch gleich zeigen, welche das ist. Wir sollten eigentlich jetzt alles haben, damit wir gegen dieses Viech halt kämpfen können. Das werden wir gleich sehen.
Ich hoffe, das Teil hängt sich nicht wieder auf. Okay, bis jetzt ladet er, sehr brav, okay. Sehr gut, Musik höre ich auch schon. So, trinkt man oben noch von dem Brunnen, vielleicht bringt sich das irgendwas. Angriffsstärke ist gesteigert, ja, okay, gut. Und auf nach Harmsweg. Ganz kurz, ich möchte nur. Nein, das war der falsche. Ah! Nehmen wir das mit. Das hier auch noch, okay. So, aber jetzt nach Harmsweg. So, jetzt schauen wir mal, wie die Quest heißt. Mehr Gerede. So, jagen. Und das sollte es sein. Die Stimme von unten, genau. Da sollte man Stufe 15 sein. Und mit Meine der haben wir Stimme ja hört gleich schon so mal weg. begonnen. Ja. Mit der haben wir ja schon mal begonnen. Ich schau mal ganz kurz auf die Karte. Wir müssen da runter. Das heißt, es bringt sich gar nichts, wenn wir uns teleportieren. Wir müssen den langen Weg nehmen. Das nehmen wir uns auch gleich mit. Und dann versuchen wir halt die Quest dann noch zu machen. Wir müssen zu dem Tor, genau, zu dem Tor müssen wir. Das hätte sich nichts gebracht. Gibt es da unten was zum Looten? Nein, okay. So. Der Türe nähern, auf jeden Fall. Und die Viecher, die jetzt da drinnen sind, ah, die sind jetzt ziemlich grindig. Die sind ziemlich hoch. Schauen wir mal, ob sie miteinander reden. Nämlich, wir haben ja jetzt das Totherz. Anscheinend nicht, okay. Aber hier können wir jetzt das Totherz einsetzen. Aber zuerst machen wir halt, wie gesagt, den Brunnen da unten. Wie gesagt, ich habe schon begonnen. Und jetzt müssen wir 500 Gold reinwerfen. Zuerst haben wir 100 Gold reinwerfen müssen. Jetzt müssen wir 500 reinwerfen. So, Nahrung in den Brunnen werfen. So, Nahrung in den Brunnen werfen. Deswegen habe ich auch alles gekauft. Fusel Grog in den Brunnen werfen. Deswegen habe ich alles gekauft. So. Wie viel ist das? Ein Tausender. Den haben wir Gott sei Dank auch noch. Die Leiter runterlassen. Und runtersteigen. Ja, wir können gegen das Viech kämpfen. Das ist so ein kleiner König. Das werdet ihr gleich sehen. Der hat so eine Krone auf dem Kopf. Da vorne ist er. Schaut's, ganz klein. Passt auf, der hat so eine kleine Krone. Schaut's, oh, süß, oder? Aber schaut euch die Lebenspunkte von den Typen an. So, der ist mal kampfunfähig. Du tust ihn gleich mal entzünden, den kleinen König. Ah, macht aber nicht viel Schaden gegen Alomon, okay. So, du machst Verwüstung gegen ihn. Garrison kümmert sich um das, was halt rundum dumm ist. So, somit ist er mal alleine. Jetzt tun wir mal ihn unter Brand setzen. Sehr gut. Jetzt macht er gleich Verwüstung. Alomon gleich mit. Ja, sehr gut. Blutungsschaden werden wir ihm dann gleich geben mit Garrison. Ja, Gott. Aber wurscht, er hat seine Dinger daraus. Das ist auch gut. Seine Punkte. Dann machen wir das gleich nochmal. Ja, ihn sollte man vielleicht heilen, aber momentan geht's. Verwüstung auf jeden Fall. Ja, er holt jedes Mal den Typen halt wieder. Dafür haben wir Garrison mit. Damit er die gleich wieder wegmacht. Ah, verdammt. Okay, wurscht. Flammen mal zwei. Verwüstung gleich mit Alumon hinterher. Verfehlt! Nein! Wieso? So, zack, sehr gut. Dann mach halt du nochmal Kanonenschuss. Ja, bitte triff. Verwüstung ist bei dir ist ziemlich hoch.
Er holt jedes Mal die Typen halt wieder. Das ist halt ziemlich gut. So. Sehr gut. Garrison, sehr gut. Und Flamme mal 3. Sehr gut. Und bitte triff. Das kann ja nicht wahr sein, oder? Vielleicht ist er immun dagegen. Ich habe keine Ahnung. So, er holt gleich wieder einen. Okay, ich bin aber jetzt einmal der Meinung, dass wir auch ihm Blutungsschaden geben. Aber du tust trotzdem den Kanonenschuss da abfeuern. Ja gut, dann greife ich mit ihm halt so an. Okay, so trifft er wenigstens. So, Stachel. Blutung mal. Oh, er hat verfehlt. Nein. Verdammt. Das hätte ich mir nicht gedacht. Okay, wurscht. Batz. Er hat auch verfehlt. Das darf jetzt aber nicht wahr sein. Okay, wir haben aber die Superkraft. Haben wir aktiviert, das ist gut. Okay, dann haben wir die Superkraft mit Garrison raus. Auf den kleinen König. Hau rein. Okay, er trifft. Blutung hat er auch gekriegt, sehr gut. Sollte eigentlich weg sein jetzt. Die Stimme von unten getötet. So, okay, gut. Gegen die machen wir ganz normale Bauchtreffer und was weiß ich was. Die sind schneller weg, als was wir uns denken können. Ah, oder auch nicht. Jetzt sind sie nochmal dran. Der grüne Schleim greift Calibretto an. Gut, Garrison, tu mal den da unten wegmachen. Danke. Heilen brauchen wir uns jetzt nicht unbedingt. Volloffensive. Und somit haben wir die Jagdquest auch fertig. Ja, kriegen wir schon mal 200. Und Alomon steigt. 200, sage ich. 2198 Garrison und Calibretto und 2967 Alomon. Der ist sogar 2 Stufen gestiegen und hat jetzt da auch die 2 jetzt eingeholt. Und Vorteilspunkte, sehr gut. Ich kann euch das einmal ganz kurz... Vorteilspunkten. Moment, wir kriegen da jetzt unser Geld wieder retour. 1639. Also alles, was wir uns gekauft haben und reingeworfen haben in den Brunnen, kriegen wir halt wieder retour. Jetzt können wir wieder raufklettern. Jetzt zeige ich euch das ganz kurz mit den Punkten. Und zwar mit Garrison. Der hat schon 16 Punkte, das ist gut. Auf das hier spare ich. Steigert sämtliche Blutungsschaden um 40%. Das heißt, er müsste noch 2 Level steigen, vielleicht, schätze ich einmal. Dann kriegen wir also 4 Vorteilspunkte noch dazu. Und dann können wir uns das kaufen und der Blutungsschaden wird um 40% erhöht. Das ist schon gut. Das ist schon gut. So, mit ihm weiß ich nicht wirklich, auf was ich mich spezialisieren soll. Es gibt sehr, sehr viel, aber nicht wirklich irgendetwas, was mich halt irgendwie interessiert bei ihm. Was ist das? Heilt beim schwächsten Verbündeten 104 Lebenskraft für je 10 verbrauchte Kraftreserven. Ja, es ist auch nicht so schlecht. Eile bei Tod. Gewinnt nach Tötung eines Feindes 25% Eile für 3 Aktionen. Ja, die Eile ist schon wichtig, aber jetzt nicht so wichtig. Dungeon-Talentexperte steigert die Heilung von Wiederbelebung in den Radius von Kanonenschuss beim Einschlag. Okay. Steigert die Heilung für Verbündeten, die das Ziel angreifen, um 125. Ja, ist auch nicht so schlecht. Da würde ich eher den Kanonenschuss halt dann bei ihm nehmen. Nämlich der Kanonenschuss kann ja gleichzeitig auch entflammen. Verdoppelt den entflammten Teil von Kanonenschuss von 621 auf 1242 magischen Schaden. Na, dann wissen wir schon, auf was wir gehen. So, Alomon, genau, die Verwüstung habe ich bei dir schon urhoch gemacht. Aber er hat auch nur 7 Punkte nur noch übrig. Da könnte ich mir den Schattenwall kaufen, aber das verwendet man ja fast nicht. Somit ist es, ja, nicht wirklich wertvoll für uns. Siedendes Blut. Füge bei einem kritischen zusätzlich 372 magischen Schaden zu. Ja.
Vielleicht. Schauen wir mal. Tun wir mal sammeln, ne? So, hier unten, glaube ich, geht's nicht weiter. Wir müssen jetzt das Todherz machen. Und die Quest haben wir ja auch, wie gesagt, schon fertig. Hier kommen wir nicht durch, weil hier ja das zu ist. Hier oben, glaube ich. Ich glaube, ich habe eh schon alles gelootet. Wir waren ja schon mal da. Na gut. Dann das Todherz einsetzen, bitte. So, Destra wird stärker, wir sollen uns beeilen. Gott sei Dank ist es nur ein Spiel. So schaut das jetzt da aus. Wir sind in einer, ja, wie gesagt, in einer anderen Welt. Jetzt müssen wir halt schauen, dass wir halt irgendwie da das Tor aufkriegen. Okay, hier ist es auch nicht. Er hat gesagt, die Stufen sind neu. Moment. Ah, hier. Diese Stufen sind neu, ja. Da gibt es wieder was zum Looten. Eigentlich sollten wir da unten lang gehen. Nämlich seht ihr das da hinten? Da hinten können wir das Todherz dann wieder verwenden. Hier auf jeden Fall mal ein Trüchen. Aber nichts, mit dem ich... das Tor aufkriege. Habe ich da oben was übersehen? Moment mal. Vielleicht auch unten in der Nähe vom Tor. Es blinkt eigentlich eh immer auf, wenn man in der Nähe ist. Also hier ist mal nix. Hier ist auch nix. Irgendwo soll es irgendwo was geben, wo wir das Tor aufkriegen. Wo war denn das? War denn das? Da hinten ist mal nix. Hey, die Stufen sind neu. Ah, da ist es eh, um Gottes Willen. Da war es eh der Hebel. Macht die Augen auf. Wurscht, wir haben's. Wir können durchgehen. Da die Leichen. So, gleich wieder verwenden und das war's auch schon. Gebiet verlassen. Jupp. Wie lange müssen meine Armeen noch tot bleiben? Weck sie auf oder schließ dich ihnen an. Vorzeitlicher, wir hatten Besucher auf der Insel. Wir kümmern uns um sie. Gut, du bist raffiniert. Aber für dein Versagen wirst du leiden. Ich versage nicht, Vorzeitlicher. Eine spektakuläre Streitmacht soll sich in Totenwacht für dich erheben. Verus-Soldaten werden für den Verrat ihres Gebieters büßen. Meine Sklaven für alle Zeiten. Und Bargus wird sie anführen, Vorzeitlicher. Der Schänder. Ja. Tu, was du gesagt hast und töte die Eindringlinge. Gewiss, mein Gebieter. Du wirst ganz sicher zufrieden sein. So, Destra ist auf die Jagd gegangen und zwar auf uns und Seedrail möchte noch immer befreit werden. Aber das werden wir zu verhindern wissen. Jetzt schauen wir uns mal da drüben ganz kurz um, dann gehen wir die Quest ab und dann gibt's, glaube ich, eh wieder eine Dungeon. So, jetzt können wir da jederzeit durchgehen. Das ist ziemlich gut. Jetzt bin ich gespannt, unwürdiger Gegner oder nicht? Unwürdiger Gegner, okay.
Das heißt, wir haben uns schön raufgepowert. Wir nehmen hier alles mit, was wir hier finden. Bewegen uns von links nach rechts, von rechts nach links, von oben nach unten, von unten nach oben und hin und her. Wir brauchen die Loot-Gegenstände. Wir müssen Garrison noch stärker machen, dass wir dann beim Final Battle den Boss mit seiner Ultimate umklappen können. Na, so weit wird es, glaube ich, nicht kommen. Ich glaube, so leicht wird es nicht sein. Es wird auf jeden Fall schwieriger. Solange sie Level steigen können, ist es natürlich gut. Aber irgendwann einmal ist das Cap. Das Cap ist, glaube ich, bei 30. Ja, da unten ist halt die Dungeon. Kann ich auch kurz herzeigen. Die schaut dann so aus, von außen halt. Schauen wir da ganz kurz, kann ich gegen den kämpfen? Auch ein unwürdiger Gegner, okay. Komm, gehen wir mal rein. Die sind Stufe 20. Wir hätten aber Erfahrungspunkte kriegen. So. Gegen das Skelettmännchen müsste eigentlich die Verwüstung ausreichen. Ja, natürlich. So. Ihr seid dran. Ja, die machen aber böse Aua und das sind unwürdige Gegner. Okay. Alle auf Alumont, natürlich. Wie soll es noch anders sein? Mach den weg da, Garrison, danke. So, wir gehen oben auf das Maxa los. Zack, mal Rüstung zerreißen. So, jetzt bin ich gespannt, ob Alumont den one-hittet mit seiner Verwüstung. Jawohl. Sehr gut. Ah! Fast. Naja, unwürdig. Wie viele Erfahrungspunkte kriege ich denn da dafür? 70. Das ist eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Natürlich kriege ich in der Arena weitaus mehr. So, das nehmen wir uns auch gleich mit. Schauen wir mal ganz kurz da oben nach. Gegen das Viech da oben kämpfen wir natürlich auch gleich. Nämlich der bewacht auch einen Schrein. Seht ihr das? Oh, okay. Leuchtfeuer aktivieren. Mit dir, ich glaube, mit dir kann man das gar nicht, oder? Kollektive Eilung. Ja, kann sich... Ah, heil dich halt mal selber. Du kannst Zornwelle kannst machen. Da triffst auch alle Unsichtbaren. Okay, Calibretto hat eh getroffen, Gott sei Dank. So, du bist wieder gerefreshed. Ja, natürlich, aber Garrison heilt sich ja eh immer wieder aufs Maximum rauf. So, der ist auch weg. Wir haben die Schlacht mühelos gewonnen. 20 Erfahrungspunkte, ja, besser als nix. So, das mal trinken. Hier können wir dann reingehen, das würde ich dann aber erst im nächsten Part vielleicht machen. Vielleicht mache ich auch im nächsten Part die Dungeon. Zuerst möchte ich mich hier noch kurz mit euch umsehen, alles einsammeln. Schauen wir mal ganz kurz, was die Dungeon uns sagt. Okay, wir müssen sogar leveln. Okay, okay. Sammeln mal da halt noch ein. Au, da sehe ich eine Uplink-Station. Ich würde dich gerne aktivieren, danke. Na, nimm das mit. Nimm's mit! Danke. Unwürdiger Gegner. Wir kämpfen trotzdem gegen die jetzt. Dann gehen wir noch die Quest ab. Ja, und dann heißt es wieder warten, bis der nächste Part halt kommt. Ich werde dann wieder leveln. Ein, zwei Leveln mit denen. Nämlich, es macht jetzt da keinen Sinn, da auf Mittel reinzugehen, wenn ich dann die ganze Zeit sterbe. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall happiger. Das Spiel ist schon schwer gemacht. Aber wie gesagt, das nehmen wir uns alles mit. Ja, und ein Einzelner, der tut nicht weh. Wieder ein Sieg, sehr gut.
Ja, 12 Erfahrungspunkte. Ja, ich muss halt in die Arena, wie gesagt. Ich muss in die Arena rein. Ah, verdammt. Jetzt renne ich daran einfach vorbei. So. Und den Typen da rechts holen wir uns auch noch. Keine Panik, auch du wirst sterben. Oh, die sind zu dritt. Die sind zu dritt. Und das sind Magier. Ich hasse Magier. So, Verwüstung. Einmal auf den Typen. Du machst Stachel auf den Typen, damit er mal Blutungsschaden kriegt. Und du tust ihm noch vorher die Rüstung zertrümmern, damit die Verwüstung auch wirklich viel Schaden macht. So, ja, ja, die sind ziemlich böse, diese Magier. Da zwei Leveln ungefähr zu steigen, das wird auf jeden Fall gut sein. So, okay. Sommer regnet. Ja, ich mach mal läutern. So, jetzt bin ich gespannt. Alter. 111 Punkte. So, er hat die Eile hochgemacht. Der kommt jetzt ziemlich oft dran und die Magier kommen auch nochmal dran. Au, oh, und Alomon ist fast weg. Okay. Also die zwei sind fix mal weg. Ich gehe mal auf mit ihm da unten auf ihn los. So, und die zwei oberen können wir ja mit denen da jetzt machen. Batz, einmal weg. Batz, ein zweites Mal weg. Und er kommt jetzt dreimal hintereinander dran. Seine Eile ist urhoch. Ah, die ist jetzt schon wieder weg. Gott sei Dank. So, weg mit dir. Somit haben wir das auch geschafft. Ja, ist gut. Nehme ich sehr, sehr gerne mit. So, nimm das. Nimm das, danke. Was haben wir hier? Ah, okay. Da müssen wir, glaube ich, erst später hin. Wenn ich mich nicht irre. So, dann gehen wir noch die Quest ab. Und wie gesagt, dann beginne ich halt wieder zum Leveln. Arms weg. Zacki, 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 zack. Batz. Seid gegrüßt, Krieger. So. Ausbauen können wir das auch. Warum nicht? Mach mal. Ihr werdet den Unterschied merken. Okay. So, jagen. Dann sind wir hier fertig. Die Stimme von unten vervollständigen. Sehr, sehr gut. Ja, 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 ja. Ja, 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 alles ist gut. Können wir den Schmied vielleicht auch noch ausbauen, damit ihr das mal seht, wie das eigentlich ist. Nein, den Schmied können wir nimmer mehr ausbauen. Kann ich sie ausbauen? Auch nicht. Okay. Und wie schaut es bei ihm aus? Kann ich bei ihm eigentlich schon den Zylinder kaufen? Artefakte kaufen? Zacki, zacki, zack, zack. Nein, der hat nur das da. Ah, Zylinder. Ja, er hat zwar einige Rüstungssachen, die sind aber wieder nicht wirklich so gut. Da muss ich halt ein bisschen weiterspielen, glaube ich. Das ist mir eigentlich auch ziemlich wurscht. Ich hätte gern den Zylinder. Da ist er. Den Zylinder braucht man für die letzte Quest. Der ist wichtig. Nämlich, ganz kurz, ich zeig's euch mal. Bei dieser Jagdaufgabe. Ganz unten, das letzte ist das. Eine uralte Waffe. Da wird man nicht einmal anzeigt, was das eigentlich ist. Aber das kommt erst später. Da ist das zerstörerische Duo. Der Grabwächer kommt auch noch. Der weiß ich, wo der ist. Den könnte man eigentlich im nächsten Part noch machen. Obwohl, Stufe 17. Nein, ich level mich lieber hoch. Nämlich das Viech ist auch ziemlich, ja, ziemlich schier. Obwohl Garrison eh viel Schaden macht. Nein, ich level mich zuerst trotzdem hoch. Danach machen wir die Dungeon und danach im übernächsten Part machen wir dann den Grabwächter. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ja, ja. Tschüss, Papa.
aber wie gesagt, jetzt mal leveln, so ein, zwei Level würde ich einmal machen. Dann würde ich mich von euch verabschieden. Ich drücke mal hier auf Pause. Willkommen in der Arena. Willkommen in der Arena. Und mit diesen Worten vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.